Ja, schönen guten Abend. Ja, der PogChamp ist jetzt neuer, nachdem der letzte PogChamp sich Pog disqualifiziert hat. Ich muss mal gucken. Eigentlich gibt's, also mein absoluter Lieblings-Super Mario Maker Spieler, der gute The Beast, 721 glaube ich, der wurde auch schon vorgeschlagen. Und ich weiß nicht, habe ich schon schönen guten Abend gesagt? Hallo? Oh, das hört auch ganz schön nice. If I go any further, I should be ready to engage in combat to the death. Ja. Wir sind noch ein bisschen unter der Zeit. Das Problem ist ja immer so ein leicht, dass die Xbox und das Stream immer so ein bisschen schwierig sind zum Anfang. Deswegen leitet es mich jetzt ein bisschen zeitiger zu starten. Ja, aber heute funktioniert es einigermaßen natürlich zum Anfang. Dann haben wir noch Zeit für Fragen. Ich sehe den Chat schon, ja. Was? Nein, ich bin nicht Twitch. Och, was soll denn das? Also ich vermute, ihr könnt mich hören. Oder? Nicht, dass es jetzt wieder auf eine neue Art und Weise anfängt, scheiße zu sein. Ja. Naja, aber manchmal nimmt er das Spiel nicht und dann glaubt er, ich bin quasi in der Twitch-App und streame Twitch über Twitch und mache so die Chat-Einblendung im Stream, die ist bei der Xbox auch nicht drin. Das ist nämlich Spezialität der PlayStation 5, dass sie die reinmacht. Warum ist das denn so alles? Ja, das ist aber nur so viel PlayStation 5 gespielt haben. Jetzt ist es Punkt halb. Der Nightbot hat euch daran erinnert, dass ihr was trinken solltet. Okay. Dann kann ich vielleicht in der Zwischenzeit nochmal die Frage stellen, wie denn die Woche losgegangen ist. Meine Vermutung ist, nicht bei allen. Guter Start in die Arbeitswoche. Aber bei mir war es eigentlich relativ produktiv heute. Trick-App? Das musst du erklären, was für ein Trick das braucht. Genau. Lilifee-Muffins. Lilifee-Muffins sind gut. Ich habe heute... Okay, ja. Yeah. Dafür ist der Nightbot da. Erinnert euch zu jeder halben Stunde daran, dass ihr trinken sollt. Wenn ihr ausreichend chattet, das ist quasi die Bedingung. Ihr müsst chatten, damit ihr trinken dürft. Glaube ich. Nee, meine Mutter war aber gut. Ich habe angefangen zu arbeiten, pünktlich um kurz vor 6:30 und war tatsächlich einigermaßen produktiv und dann im Verlauf des Tages meinen neuen Stuhl bekommen, in dem ich gerade sitze. Sehr genießen. Und ja, ich weiß nicht, ich habe den Bock, mal so einen Dränger zu töten, der nicht mehr so richtig Bock hat auf Leben.
Ich muss sowieso mal einen Pick machen. Ich hoffe, das ist. Ich habe es noch nicht ausprobiert. Ich hoffe, das ist bei der PlayStation 5 mit im Bild. Wenn ich die Kamera an habe, weil ich habe nämlich ein richtig cooles Weihnachtsgeschenk bekommen. Und zwar ein Bild. Ein gedrucktes auf Leinwand. Mit dem Spider-Man aus dem Marvel Spider-Man für die PlayStation 5. Und das hängt jetzt hinter mir. Ich weiß aber nicht, ob man das schon, ob man das sieht. Dann muss ich mal mit der Kamera so ein bisschen rumexperimentieren. Alles klar. Please indulge me with the honor of my death. It is with great honor I will find the true when you're ready. Very well. For Ragnar Lothbrok, the true king of Norway. Glory for the wandering Drengir who I raise my blade. Okay, ist sehr aggressiv. Oh. Werfen. Er wirft einfach seine Echse. Das ist nicht fair von ihm. I'll cut your corpse! Honor me with your skill and ferocity. That is all that matters. Okay, kriegen wir nicht tot, dadurch schade. Your soul's for Odin. Ja, diese blöde Attacke funktioniert immer nicht. Hat der auf den Boden gehauen und mich einfach umgehauen? Jetzt hab ich mal wieder ausweichen. Auszulegen. You are a true traitor. Ragnar would have liked you. Oh cool. Haben wir weg den Erik Treuschädel. A fitting end to honorable war. Now I go to see my brother. He who laughed at death, scourge of all England, Ragnar Lothbrok. Farewell, Drengir. Listen for hoofbeats and follow the Valkyries home. Okay, muss er den Tod noch bestätigen? Ich bin ziemlich sicher, dass er tot ist. Ich habe mir persönlich umgebracht. Ich hätte mir gedacht, das wäre eigentlich ein cooler Einstieg in die. Den Streamer hätte nicht gedacht, dass das ein paar Minuten dauert. Den Text hat man gleich schon mal gelesen. Moment, gibt's fertig. Regal los. Ja. Cool. Ja, fand ich auch nicht nett von ihm. Ich dachte, wir machen das so ein bisschen ehrhaft, aber ist vielleicht nicht sein Ding so. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes. Ja, machen wir mal das. Ist auch nicht verkehrt. Schönen guten Abend. Schönen guten Abend. Sind wir wieder alle zusammen. Alle fünf zusammen. Wie meine Freundin immer gesagt hätte. Ja. Ich würde vorschlagen, aber nur, wenn euch das auch genehm ist, dass wir noch einen letzten Blick auf Norwegen erhaschen. Nachdem wir jetzt den Drenger getötet haben, wieder zurückgehen, wo wir noch mehr Leute töten wollen.
Oder? Klingt das gut? Ich glaube, das ist die App von Spotify sagen. Also auf Instagram. Die App von Twitch. Okay, wen musst du töten? Englerland. Mein schönes Englerland. In Magdeburg auf dem Marktplatz. Ich habe nichts mitbekommen. Ich wohne einigermaßen weit weg. Und ich habe mich heute eigentlich nur den ganzen Tag gefreut, dass ich meinen neuen Superfoolstuhl habe. Bisschen irritierend. Da wohnen wir eigentlich komplett woanders. Oder wohnst du komplett woanders und musst uns sagen, was sonst so in der Welt passiert. Ja, geschneit hat es heute ein paar Mal am Tag, aber es ist nie irgendwas hängen geblieben. Oh, das Jubelfest ist vorbei. Muss eigentlich eine Quest noch machen müssen. Zerschlagen ein neues Zuhause. Vielleicht haben wir die Gelegenheit, ein paar Verbündete zu suchen. Abel, have you seen Wallace? Petra, what is wrong? It's my brother. Wallace was meant to return hours ago, but I've seen neither hide nor hair of him. He's usually punctual. I'd like to search the woods for him, but alone I fear I would have little luck. Would you join me? Two could cover much more ground. We should go now. Do you know where to start? Near Peterborough. It's where he buys his tanning liquids. I know he sometimes makes camp at a crossroads between here and there. Haben wir tatsächlich mal wieder eine neue Quest angefangen. Hast du den Elektro-Pfeile Menschen schon besiegt? Wahrscheinlich. Und bei Irre würde ich tatsächlich mitgehen. Aber in einem anderen Kontext. Ich habe heute früh zum Aufstehen für das Video Spakat Amerikanern gesehen, die sich nicht festnehmen lassen wollten, nachdem sie Capitol eingeschlagen haben. Du hast mir erzählt, wie wir ihn gefunden haben, durch einen weiten Elk zu einem verlorenen Baby in den Wäldern. Ein verlorenes Begegnung. Verlorenes, ja. Als ob von einem Guardian zu einem anderen gegeben wurde. Er wurde uns wie ein Baby unter den Reeds. Ah! Hast du das Ziel, ihn dann trotzdem irgendwann mal zu töten? Hier wirst du wahrscheinlich dann irgendwann in der Gegend suchen. Bin ich ganz sicher, worauf es hinausläuft. Over there. He may have stayed somewhere nearby. If he did, he left traces. Oh no, Eivor! Hier ist doch was. Set of tools. If they belonged to Wallace, why would he take them from his satchel here? That leads below ground, to who knows where. Let's keep our wits about us. Ich geh mal runter. Careful, Petra. Look at its eyes. Strong scent down here. Strange and heady. I don't recognize it. There's a familiar sourness, but I can't place it.
Not the smell of death. It is almost pleasant. Someone was wounded. A knife attack, I think. Wallace stayed here. Seems he made something to eat. Why would he leave his campsite? Where could he have been going? Ich weiß gar nicht, ob man jemals wirklich OP ist in Breath of the Wild. Wallace's clothes. The trousers are wet. Probably pissed himself. Oh my god, Eivor! Eivor, come this way! What have you found? I saw it, Eivor! I saw him nearby! Wallace? The white elk! The white elk that brought me to Wallace years ago. It was there! I saw it there! Ist aber ganz schön schnell unterwegs, die Kleine. As sure as I see you now! Sie auf Drogen. Petra, where are you? Eivor, I'm here. Come. Ich dachte, sie ist bei den Drogis unterwegs. Petra. Was zur Hölle ist da passiert? Hello, Mimir, guide me. Have I lost her too? Gehen wir nochmal zu den Hippies. Petra, oh, das ist drin aus. Show yourself. It's getting dark. Okay. Irgendwas Weirdes passiert hier. Oh, das ist der weiße Elch. I am sorry to trouble you, Lord. Eivor, nice to see you here. Are you the white elk Petra told me about? Of course I am. Look at me. It may be you can help me. Petra has disappeared. I need to find her before the sun slips away. No, no. Petra hasn't disappeared. She's close, very close, and waiting for you. Follow me. You are the guardian of this place. Deliver comforting life out here among the hills and dales of Mercia. Oh, I get on, you know. I eat, I sleep, I frolic. I want for nothing and enjoy every moment. It is a decent life. And what are you and Petra doing out here, lurking about in the woods? Hunting, maybe? In a way, yes. Warum bewegt er seinen Mund nicht? We're looking for her brother Wallace. She's been waiting for him all day. Oh, my dear, yes. Where could Wallace be? Oh, where? Oh, where indeed? Ha! Is Petra near? I fear we've lost her. She was here a moment ago. Well, what is happening? I cannot stay. Not here, not now. Here in Midgardin. Return to Jotunheim! Go now or die here! Was passiert hier gerade? Sind das Fluch im Heimbring? What have you done to Petra? Answer me! Eivor, stop! I'm here! I will make them talk, Petra. I must know the truth. I must know where you are. Eivor, I am right here. There is no need to question this carrion further. Oh, yes. Sorry. Now come. I believe I know where we found Wallace. Up there. His trail leads this way. Petra, I met your old friend, the White Elk.
But he vanished before my eyes, before I found you. You were visited. For a time. We talked until he vanished into the empty air. A shame, really. I enjoyed his presence. Oh, look there! This is strange, Seydir, Petra. Where are you? Over here! Was passiert hier gerade? Was machen wir denn? Petra? How are you doing this? There's no trick to it. I think about it, and it works. Easy as walking. Try it. Again? Petra, how? Just come to me. I'll show you. How can I do that, Petra? Yes, just try it. Move. Run in a straight line. No, no, no. Too far. Too far. Amazing. You did it, just like your Sunan, and not a scratch on you. Now let's go. Wallace should be over there. Are you sure Wallace is here? I see no one. I believe so. We should ask the rabbits. They will know something. Of course. The rabbits. What is this? This is where the wolves attacked us. Right. Let us hope their spirits are not restless and that they do not wake to maul us. Oh no, the wolf spirits have wakened. Good day, Squid. I hope I'm not intruding, but have you seen my brother Wallace? Damn! This one doesn't speak rabbit! Petra, hurry! Hab ich gerade aus Versehen die Dinge gemacht? Named Wallace around. I see, I see. Thank you for your help. How about that? The Elk has returned! Was? The white elk leading us to Wallace. Come on, Eivor, chase the elk. Ich habe keine Ahnung, was hier gerade passiert. Drugs are a hell of a drug. No, aber please don't disappear. Not now. Ah, not until we have Wallace. No, don't go! Wait, we're home. Was ist denn hier passiert? With nothing to show for it. So what are we looking at? Wallace? You stone-brained stoat! We've been looking for you! And here I am! This isn't stoat. Freshly rested and ready to work. Your day's late! I was carrying quite a burden coming home. Slowed me down some, so I made a camp and picked some mushrooms for a nice soup. Turns out I picked some funny mushrooms. Sent me into a tizzy. Tore off my clothes, woke up naked and bruised in the woods. So I snuck home, naked as the day God made me, and grabbed some clothes. Now I'm off to get my tools. Mushrooms. What the hell, eh? So the elk. Just another dream. Maybe so, but don't scoff at dreams. They're often worth more than our waking hours. I may still be buzzing from these mushrooms, but this is nice. I had fun today. Maybe we could do it again, without the mushrooms. We could. Mit den Mushrooms. But I'll have to ask the rabbits for permission. Was zur Hölle, ey. Ja gut. Oh, noch ein Erfahrungsstufenaufstieg. 4 Erfahrungspunkte. Fertigkeitspunkte. Was ist denn heute los hier? Wo waren wir denn hier heute? Okay. Dann wollten wir hier hin. Und dann können wir das gleich machen.
Alles klar, cool. Ich wollte eigentlich mir nur einen neuen Verbündetenauftrag abholen. Ich hab den Namen von ihr schon vergessen. Sigurds Frau, Randvieh. Randvieh heißt sie. Willst du Randvieh? Jedenfalls, bin meinem neuen Stuhl sehr zufrieden. Und es war tatsächlich relativ, also verhältnismäßig kompliziert, einen vernünftigen Stuhl zu finden. Ich glaube, das ist auch sowas, so ein bisschen wie Laptops und Computer und Tablets und sowas, was ein bisschen schwierig zu organisieren ist, zu Covid-Zeiten. Also alles, was so im mittleren Preissegment ist, ist ein bisschen schwierig zu kriegen. Aufgrund des Umstands, dass ich nicht der größte Mensch der Welt bin. Habe ich noch was gesucht, wo ich das erste Mal in meinem Leben dann einen Stuhl habe, bei dem meine Knie, also wo ich nicht so drauf sitze, dass die Sitzfläche in meine Knie reinhaut und ich quasi mich nicht richtig anlegen kann. Evo? Oh, was Gutes gefunden. Nee, Tekla, heute nicht. Good day. Evo, you're back. I did. Put them right over there. Keep them out of your way when you aren't using them. Chaelbert, are you well? I am, but I wish I could have risen to the challenge put before us, instead of just hiding here in the Longhouse. You are exactly where you needed to be, defending the people and yourself. I know. I just... Oh, our forces outside were sufficient. Wochen her. And your father would have many unkind words for me if anything had happened to you. I know. I only wish my father's long shadow didn't darken my prospects here. I want to learn Soll ich mir mal Zeit für Tekla nehmen? Watch you. I have no doubt. Next time then. I did. Put them right over there. Keep them out of your way when you aren't using them. Word of our growing settlement has reached outside ears. So have a look around. You may see a few new faces. I want to see the Alliance map. Oh yeah. Wir machen erstmal East Angler, oder? Da gibt's einen Aufstieg, was unsere Siedlung angeht. Those Dane invaders, they came from East Anglia. Is that right? Yes. Dane invaders who serve a man called Ruud. He seems to be sowing discord among Saxons and friendly Danes alike. Years ago, the sons of Ragnar hoped to pacify the land. They appointed a steward named Finnir to find a suitable Saxon king. But the kingdom has fallen into ruins since, with no king, and violent raiders ravaging what little peace remains. I suggest you make for East Anglia and find out what their steward is doing wrong. What? Ich glaube, wir haben unsere Wochenaufgabe gefunden. Speak to this Finnir myself. A good plan. Rest assured, Eivor. The settlement is in safe hands. Weiß ich, galt das Jo jetzt East Angler oder Tekla? One of us? Ich hätte vielleicht nicht nachfragen sollen und dann sofort eine Schnellreise machen. Anglerland, ich komme. Oh, das sieht jedes Mal aus, als ob es ein bisschen zu weit fliegt. Oder? Anglerland, mein schönes Anglerland. Gibt es hier eigentlich auch ein Trinkspiel? Ein bisschen Spaß gefunden an dem Trinkspiel. Gehen wir mal rein, wie normale Menschen. Oh. Das sieht aber ein... Ich weiß nicht, sieht das gut aus oder schlecht? Er sieht auf jeden Fall müde aus. What? What's happening? Finnir? No,
Not unless Halfdan sent you. Oh, cool. Wir haben wieder die Option, dass ihr voten könnt. Eins ist, ich schicke mich selbst. Zwei ist, sagen wir, Halfdan hätte mich geschickt. Und drei ist, warum sitzt kein Thron auf East Anglers Thron? Kein König auf East Anglers Thron. Bisschen drüber. Müssen wir einen Schluck trinken. Trinken wir auch alle einen Schluck. I sent myself. I want to speak with Finnir, the steward who should be working to put a king on that throne. Oh, you're in luck then, for I have found the man already. I'm only waiting on him to get married. Which man? Oh, you know, stranger, you interrupted a beautiful dream. I was sailing through Helheim, drifting on a ship of fire. Dreams of death often run ahead of the real thing. Oh, wouldn't that be a burden off my shoulders? Oh, wenn wir noch töten? What business have you with the backwater king, anyway? Danes from here attacked my clan. I want to know why and how to make sure it never happens again. Ah, that would be Ruid's clan. They killed the last man I put here, Adelstan. I suspect they'll do the same to our next monarch. A Dane who cannot keep the Danes in line? Not much of a steward, are you? If I knew how, I'd have rid our lands of them long ago. Ruid's clan plagues us all, Dane and Saxon alike. You are the sorriest soldier I've met in this country. Kick your king in the arse and fight back. He needs more than a kicking. He's got nothing he should have to win this fight. No courage, no army, no charisma. If he wants to live longer than a season, he'll need the backing of his bride's family, which he hasn't. Wir werden ihn nicht heiraten. They loathe the maggot. Who is he, your king maggot? Oswald of Elmenham, who was King Edmund's counsel before the invasions. And like it or not, he's the last Saxon noble with any sway. Why not crown a Dane instead? Halfdan Jarl made it clear. He wants a Saxon king married to a Dane, for a greater show of unity. But Oswald's not the sort of man you'd chase into battle with a grin. He's soft, and the settled Danes don't trust him. Where is he now? I'll get the measure of him, see what I can do. You just missed him. He's headed for Elmenham just now, pleading once again for peace. If you go by the north gates and along the road, you may catch him. Alles klar. Die Geschichte von Tarn. Ja, wir müssen keine Leute anheuern. Ich nehme mir mal das Pferd. Was ist denn das Besondere an Lilithfee Muffins? Myself a home here. Ruid's clan attacked us as well. Oh, how nice to have a home to speak of, man. Mine was burned to the ground years ago. And by whom, I wonder? Please, all of you, be we Dane or Saxon, we all want the same peace, with land to till and home to keep, without fear of Ruid's violence. Till they break the peace with another bleeding raid. Nonsense. Their homes are here now. Same as ours, our futures run together, not apart. So what are these Danes attacking us, eh? What will you do about them? When I'm king... When I am your king, I'll set things right.
You will be king when I'm a flying troll. Ist aber nicht nett. Nummer 1, du hast die Menge klug gelenkt. Nummer 2, zukünftige Könige könnten strenger sein. Und Nummer 3, mein Name ist Eivor. Ich weiß nicht, was da eine gute Variante ist. Ist dann der Teig rosa? Oder ist da quasi so rosa... Wer ist denn das? Topping? Topping ist, glaube ich, falsch. Icing, sagt man, glaube ich, im Englischen. Bürgelmeier, wir brauchen eine 1 oder eine 3. Oder eine 2. Also so rosa Zuckerguss oben drauf. Alles klar. I am Eivor of the Raven. Gibt's einen Anlass? Are you Oswald? I am. You're not here to kill me, are you? I am not in the habit of killing kings. Ich hab's nicht verstanden gehabt. But I do like meeting them. I am Oswald. Yes. For as long as I can hold out. So what happened here, Oswald? A clan led by a Dane called Ruid attacked this morning. They've been sacking farms and hamlets across East Anglia for some time now, growing more brazen by the day. Do they know this is Halfdan's land? They must. They just don't care. Their chaos has touched my home as well, and I am here to see that it does not happen again. Lately, I've come to learn you are the hook that all hopes hang upon. As king, you could unite all Saxons and friendly Danes. A minor weight to bear, isn't it? Who else if not a king should bear it? Travel with me, Eivor. We can discuss my tenuous future on the road home. What begs your attention in Elmenham? Wedding preparations. Elmham is on guard as we ready my marriage to the Dane woman Valdis. She's a cousin of Halfdan's. Good. A well-matched marriage can forge a strong alliance. So what's the holdup? The holdup? I don't yet have permission to marry Valdis. Her brothers don't approve of me. Ist aber merkwürdig. Wenn er sowieso schon gematcht ist, warum sagen die dann... Ja, ich muss auch mal wieder packen. Ich hab... Something is not quite right here. Da liegt eine tote Kuh und es brennt. There's smoke ahead. That's Beatley. It could be the same men who attacked at the walls of Norwich. Stay here. I'll have a look. Rose! You are all in the offside lead! Why back? Die, die, die! You will pay! Wait! Use them! Ach, Mist. My gut's all wobbly with glee. Their little buddies, their little lives. They mean nothing to me. They're flies and shit. Keep the idiot guess of your. Oh, cool, ich hab so ein rotes gekontert. Das hab ich noch nie gemacht. Okay, da oben sind noch ein paar von den Stirnfrieden. Ein Stampfer? That should be the last of these pig-faced cowards. Oswald will be relieved to know of this. Ja, cool. Wo ist er denn, der gute Oswald? Das draufkloppen? In der Tat, sehr hübsch. Also mit der Zeit würde ich mir vielleicht an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Variation wünschen, aber. Ruid's Clan. They left none alive. God rest their souls. I'm needed at home to make yet another fruitless attempt to impress my betrothed family. Show more grit than you're showing me now, and they may start to like you. Yes, sorry, I'm just shaken. If you joined us at dinner, that might ease their minds a touch.
Think about it. My doors are open to you. Okay, wir schließen uns an zum Essen. Allein kann ich sie nicht überzeugen. Oder du musst mehr wie sie sein. Eins ist, ich schließe mich euch gerne zum Essen an. Zwei, eben alleine essen. Drei, du musst mehr wie sie sein. Wir sind wieder hart im Entscheidungsmodus. Wir haben eine Eins. I'll be happy to join you. Zwei Einser. Tell me when and where. Wonderful. Wir haben drei Einser. Whenever you have time. It's worse here than I feared. Okay, cool. Dann reiten wir schon mal vor nach Elm Street. Nicht so nett aus. A healthy seeming town. This Oswald has done well for himself. Er tat netter aus als andere. Cool. Eine Schnellreise. Preußen sieht auch gut aus. Oswald, where is this dinner you promised me? Eivor, you came! Dinner will still be served, but I'm afraid you are too early. My intended and her family are not ready. Wer ist die Braut? Was gibt es hier zu tun? Ohne Spaß, ich mag meinen neuen Stuhl wirklich sehr gerne. Kann man das hören? What does one do to pass time in a place like this? I have a walk by the countryside to work up an appetite. Travelers sometimes leave offerings at Cut Stone, a beautiful altar in the woods just east of here. I'll have a look around. Thank you, Oswald. Okay, cool. Okay. Was hat er gesagt? Nach Osten soll man gehen. Ach so, ja, man konnte es hören. Ja. Ist nicht, nicht in den Lied gewesen. Muss mich noch dran gewöhnen. Weil es ist weder eine Couch noch ein harter Stuhl. Aber es ist sehr, sehr angenehm. Und ich habe ein bisschen rumgeguckt, was gute Optionen sind für Stühle und was ist möglich. Und wie gesagt, ich glaube, durch die Covid-Situation gibt es halt einfach viel mehr Leute, die sich die Stühle halt auch einfach ins Haus holen. Und so in dem Bereich, in dem ich quasi Geld ausgeben wollte, dann macht ihr was, Kind. Nicht einfach hungern. Da gab's ein, zwei Sachen. Aber nicht so richtig viel. Und ich brauche, wie gesagt, was. Oh. Okay, wir haben Blumenschilder und einen Odin. Wir haben einen Tor und wir haben Schilder.
Eins. Was? Was ist mit dir nicht richtig? Bin mir nicht sicher, dass hier die richtige Variante ist. Ich würde mal die Schilder zuerst nehmen. Okay, das war definitiv falsch. Da kann ich dir nicht helfen, glaube ich. Okay, Schilder ist es nicht. Was hast du denn noch an Dosensuppe da? Och Mensch. Ist hier sonst irgendein Zeichen? Das müssen wir mit dem Teufel zugehen. Ich weiß nicht, warum das die Lösung ist. Ich weiß nur, dass das nicht die Lösung ist. Also Spaghetti-Suppe mag ich eigentlich immer ganz gerne, aber das kommt vielleicht auch aus familiärer Prägung her, ein paar Klöpse reinzumachen. Das ist die richtige Tür. Ja, aber das wäre für mich ein Grund, quasi die Nudelsuppe aufzubehalten und erstmal die Kartoffelsuppe zu essen. Warum hat sie denn vorher sich nicht dran festgehalten? So, alles durch. Hä? Okay. It's always better to live, even in misery. Hat von euch irgendjemand verstanden, was hier gerade passiert ist? Ich habe keinen blassen Dunst. Warum? Warum? Nee, aber um das Studium nochmal zu Ende zu machen. Ich werde wahrscheinlich in den nächsten Wochen nochmal ein bisschen drüber schwadronieren, dass ich es mag. Jedenfalls habe ich halt so ein bisschen geguckt und gesucht und auch schon in den letzten Wochen immer mal wieder ein Auge drauf gehabt. Und hatte jetzt aber die Schnauze voll zu Hause und irgendwie nicht in einem vernünftigen Stuhl arbeiten zu können, sondern eben auf so einem flachen Stuhl, keine Armen,
Lehnen, kein gar nichts. Und hab dann unter der Maßgabe dessen, was mir möglich war, einfach weil es noch verfügbar war, den Stuhl genommen und sehe dann, dass mein Lieblings-Super Mario Maker Streamer den Stuhl von dem gleichen Hersteller hat. Da kam ich mir so ein bisschen Fanboy-mäßig vor, obwohl es nicht intendiert war. Ich hab jetzt noch spät genug, um jetzt hier Abend zu essen mit Oswald und Familie. Och komm, Kinder. Ich hab. Also, uns geht's wie May. Wir haben alle Hunger. Jetzt plündere ich hier einfach Sachen weg. Teurer Spaß. Gucken wir mal, was sie hier im Laden haben. Komm, see my wares. Okay. This could help you in your travels. Können wir mal Plunder verkaufen. Nothing else. Oh, sag ich McDonald's. See you soon. Ich meine, ich habe schon Armut gegessen. Ich habe noch nicht so eine richtige Vorstellung davon, was ich morgens. Immer mal geneigt, das ist doch gemein. Ne, hier ist auch kein. Hier ist wirklich kein Trinkspiel. Schade. Warte mal, waren wir da nicht schon mal? Wieso bist du denn maulig? Hat dir irgendwas die Laune verdorben? Dass die Nacht einbricht. Und bis dahin plündere ich jedes Silber, was ich kriegen kann. Also weil das, was er uns gesagt hat. Wieso hast du denn sowas gemacht? Hat dein Kollege dir mit seiner guten Laune die Stimmung versaut, oder? Tierherzen mit zum Abendessen.
Ich hätte ja schwören können, dass normalerweise die Zeit schneller vergeht. Wo ist es hin? Ah, ist es. Ich glaube, wir haben es verloren. Nö. Ladies, this is a day of peace and fraternity. I ask you here to Elmenham to offer my thanks and extend my generosity. Finir, our steward, to our guests of honor, Brothir and Brodir, and to my lovely bride-to-be, Valdis. You get to blow our sister because Halfdan commands it. But you won't drag us into bed with you, you hear? Brodir, that the last Saxon king we backed wasn't half as mushy as you, and we lost 150 men protecting his maggoty arse. Brodir! If you're going to be rude, then I must ask you to leave. This is my home, and won't be insulted here. Is that why you've come? To back this Thane who smells of goat shit and sheep pebbles? I'm sorry, did you say something? Do I bore you, Wolfkist? I'm here to protect my clan. If that means helping your king secure his throne, well, so be it. You'd be safer crowning the throne. It's made of less wood than this one. We'd all be safer if you had the stones to stand up to Ruud's clan. But between the pair of you, I can't see a single nugget. You watch your tongue, Wolfkist, or you'll find it freed of your face. So easily wounded by words. Imagine the ruin my axe would inflict on your flaccid ego. My flaccid what? Please stop this. You heard me. That's it. Kämpfen wir jetzt gegen Brothir und Brodar? She calls us flaccid. Limp, weak, soft. Ridiculous! Absurd! This is no way to ensure our victory. So full of vigor again. That's not how we settle disputes in East Anglia. Fan von diesen Voice-Kämpfen. Brothers, stop this or I'll drop your asses. Haben sie sich gerade gegenseitig gehauen? Calm yourselves! Ah!
Jedes Mal laufe ich rein. Alleine kriege ich, glaube ich, besser weg. Stop! Okay. All of you! That's enough fun for tonight. If that's all you've got, it's little wonder East Anglia's in the state it is. You are weak, sheepherder. Your Norse friend here can't change that. We are better off without a king. Well, that's me done. You think I prefer dream nonsense to these alehouse brawls? What a waste of time and good mead. These brothers will never back me in my claim. This dance is just beginning, Oswald. Get some rest. You'll need your energy. And will I see you in the morning? We have much to discuss, I think. I'll find a place to lay my head. And Eivor, if you can help me right this situation, you'll have a strong alliance with East Anglia. That much, I promise. Oh, wir machen Buh. Seems Oswald has set out for the day. I should have a word with him. Ey, was soll jetzt aber Schlag auf Schlag hier mit den... Fertigkeit. Gesundheit. Oh cool, wir sind jetzt bei Stärke 102. Sehr, sehr lässig. Okay, ich denke, das war's bald. Clear the mess in the longhouse and wake my brothers with the coldest water you can find. Eivor! Eivor! Good to see you! You are Oswald's powerful bride-to-be, Valdis. I'm not his. This marriage is to be an alliance, nothing more. Besides, the man can barely carry a sword or speak with conviction. Oswald is many things, but a gifted leader he is not. Still, of everyone I have met here, he is the only one willing to be responsible for the place. I will leave you to your day. You can find Oswald by the docks. Watching the river calms him, apparently. Okay. Ich hätte gedacht, dass sie ihn mehr mag. Aber vielleicht mag sie ihn auch gar nicht so richtig. Dogs ambushed the miller in St. Gilbert's Wood. They're everywhere these days. Oh, lawless time. Ich bin nicht sicher, ob mich die Musik beruhigt oder nicht. Oh, das sind schon zwei Schafe von mir. Dann regen wir mal mit Oswald. Good morning. Up bright and early. You can labor like a thrall, but you're no good with feasts. Not a good start for a king. No, indeed.
I find a solitary comfort in my menial labors. Not something a king should admit to, I suppose. The brothers shamed you at dinner. It's your duty to answer their insults. Don't let the matter lay unresolved. Oh, it was a petty row with henhouse wolves. I'd sooner answer the moo of a cow than worry about their insults. I have a wedding to plan and a kingdom to save. I haven't time to suffer fools. They betrayed your hospitality, Oswald. Where I'm from, that's a grave insult. Well, well, here's the mud-soaked Saxon who's been taxing my patience. Steward Finnair. I know I failed to impress at dinner yester-eve, but fear not, the Danes will come around in time. You stake claim to the throne, you dazed dog with no bone. If Lord Halfdan were here, he'd squeeze ale from a stone. Yelling, Finnair, my drenger, stick this cur in the ground. All mewling and spitting, here's Finnair, the hound. He has bark, but no bite, just a puppy I've found. Das war... What just happened? Das hat sich auf jeden Fall gereimt. That's flighting, Oswald. Using rhythm and rhyme to lay a man flat. Try it. Match his verse. There's no man you can lead, you dunce of the thirds. A glutton you are. Just stop eating your words. Not bad. Not bad. Wir sind jetzt bei 69 Minuten Stream. Wir haben drei unterschiedliche Optionen, um dem guten Oswald Stimmung zu machen. Nummer 1 ist, mach dich über sein Aussehen lustig. Nummer 2 ist, mach dich über seinen trägen Verstand lustig. Oder Nummer 3, lach über seine Manneskraft. You know, his penis. Ich trinke mal derweil noch einen Schluck. Du hast keine starke Präferenz. He's got the wit of a boar, so when he insults you, make him feel stupid. When I'm done with you, cur, you'll be raven flock food. But your brain's soaked in mead and your head's made of wood. Wood! Head's made of wood. Oh, okay. Under all that tough posturing is a sniveling boy, so dig deep. When he brags, take a jab at his manhood. I've sailed squalls and north winds. You, not even a breeze. But the winds that you sail... Blow between both your knees. Blow between both your... Oh, you mean farting. Oh, Oswald. He's an ugly puss, so when he brags, hit him back with something about his looks. I hail from the north, where the winters are season. But you're foul. You're a blister. You're a plague-ridden lesion. Oh, yes, that's very good. Plague-ridden lesion. Oswald, my boy, you're useless without your raven. This one's wrong for the throne. He's too soft and too tame. Go on. Give some back. About his height this time. You claim you're a Dane, but your bloodline is stained. A wee dwarf must have ravished your mum in the rain. Well spoken. Before sword clash and blood flow, we destroy our enemies with well-timed words. You have a talent for verse, I'll give you that. But how long will that silver tongue hold up against an iron axe? Let's find out, Finnair. I challenge you to a home gang. You don't mean that, Oswald. That's a fight to settle disputes, no? A home gang. A fight to the death, yes. Let's talk it out, then.
Too late. The challenge has been made. But a fight against Finir would not be anything to boast about. You'll fight me. Hold on, this is... That said, I should not be seen killing a Saxon in the streets of Elmenham. What? There's a nice islet downriver near Seahenge. The water will wash the blood clean away. Prepare the square, and we'll meet you there. I hope you're ready. I have to be. Just give me a moment to mentally prepare. Do not make us wait long. It would not be kingly. Was ist ERB? Herb? Are you ready for the homegang? I hope so. I just need to prepare. I'll meet you at the islet. Ah! Gibt's ein Epic Rap Battle of History zwischen den unterschiedlichen Assassinen? Das wäre mal interessant. Gibt bestimmt Videospielcharaktere, oder? Schiss der Hase da. Ich würde annehmen, dass in dem Fall Harry Potter nicht gewinnt, sondern Skywalker. Lego animiert? Oder wie muss man sich das vorstellen? Thor vs. Zeus wäre ich mir nicht ganz sicher. Ich meine, die mögen beide gerne Party machen. You made it. Now tussle with care and go easy on our future king. He's the only man left who can claim the crown. Kings are made, not born, Finir. So let us see what we can make of Oswald. Done. You still got the touch for drawing a square. I've been in East Anglia many summers now, but I'd always be a Dane. Must we do this, Eivor? Ich wüsste nicht, wen ich sagen würde, wer zwischen Thor und Zeus gewinnt. You'll need both if you want the Danes to accept you as a king. True strength comes from resolve, Eivor. It speaks to us, a stern voice from within. I have never heard of talking guts, but a swift axe would silence that inner voice in seconds. You must be prepared. Wait, you're unarmed. Oh, Nummer 1. Ja, ich habe das jetzt so ein bisschen wie auf dem Schulhof, wer ist cooler, Batman oder Spider-Man? Wer würde gewinnen? Das war mein Gedankengang, wie ich zu dem Assessment gekommen bin, dass ich da gerade zu Thor und Zeus ausgesprochen habe. Ohne, dass ich es gehört habe. Es tut mir leid. Wir haben drei unterschiedliche Optionen. Mach dir um mich keine Sorgen. Nummer 2, du solltest dankbar sein. Nummer 3, hast du etwa Angst? Schon wieder über 76 Minuten Stream. Zeit vergeht. Best. I'll be fine. We will forge a king out of you yet. Don't hold back.
Oh, das ging aber schnell heute. I'm still breathing, aren't I? Show me what you can do, Saxon. Come now! Inspire us, King! You want me to fight? You'll never be king at this rate. Is this the best East Anglia has to offer? Yes, and I'll prove it! Come on, fight! It's a fight you seek. Finish this, Eivor! It pains me to watch! Ah! Oh, was that too hard? It was a good strike. Keep going. I'll battle you! Hm? Ja, tatsächlich zwei Schläge angesetzt, der Kleine. Eivor is the victor. But you've shown us something, Oswald. Stay down, Oswald. That's enough. I will not stay down! You fought bravely. Not with great skill, but with spirit and courage. Always push back with everything you have. Even if you have to get dirty. Even if you must break the rules. Because there are no rules. Not if you answer a challenge head-on. That's where honor lies. Not winning the fight, but living through it. Mentorin. Seaside brawl won't change the brothers' minds. Oswald must show results. Redress old wrongs. Fight back against Ruid and his men. Oh, is this my The chef? Raiders who attacked Beatley have a camp down the coast. The sooner we remove them, the better. That would go a long way to building you up. And if you brought gifts for the brothers, spoils from the raid, they'd be in your debt. Time to whet your blade, Oswald. Cool, das machen wir noch, oder? Habt ihr heute ein Eivor, I expect your longship crew could help with this attack. Oh, das ist ja gar nicht weit. No one has been willing to take a stand against Ruid's clan before. We're a kingdom of farmers and merchants. Even farmers and merchants can fight when led by the right person. I hope your faith in pig farmers is not misplaced, Abel. There is work to do. Krass, okay. To meet Ruid's clan, God will make certain of it. Da können wir uns echt dafür rechnen, dass die Penner uns angegriffen haben. Vor einiger Zeit. Look there. Run up the sail. Let's hit the bastard. Gleich mal ein Statement setzen. Neither will we. Mir meinen eigenen Mann den Typen aus dem Finisher weggeschlagen. Oder aus meiner Spezialangriff. If I see any, I will let you know. If I see any, what? Ich hab den einfach nicht mitgekriegt. Further. Whatever compels you, hang on to it. Go to split. Okay. Hey,
Hey, cool, das ist unser einer Kumpel, der uns irgendwann nochmal angreifen wird. Oh. Der war auch nicht so vorsichtig, der Gute. Oh, Schädenspalter. Perfekte Brief. Wir haben Ömison Höf erobert. Der Weg zum Sieg für Rali Hürt ist gegeben. Das Königreich ist gebrochen. Seine Krieger ein Haufen kopfloser Händen ohne einen König, der sie anführt. Ab heute gehört East England. Ist Anglia uns. Okay, wir freuen uns mal die Leute. That'll do nicely. Find something? There's a crate of hack silver here. More than enough to make everyone happy. We'll take it to the ship. A hard won fight. The first of many, Oswald. Have you the will to keep it up? Oh, he's so proud of himself. This is my gift to the brothers. I have more than enough wealth in Elmham to widen their eyes, but this will be a symbol of my commitment to our fight. It's a good start. Take what riches you find to Northwich, then send for the brothers. I'll meet you there. Was ist denn heute los mit den Fertigkeitspunkten? Das hört ja nicht mehr auf. Ich glaube, das hätte man alles viel methodischer machen können hier. Aber was soll's. Scheint auf jeden Fall auch nichts mehr zu sein. Ah, okay. Die Truhe habe ich übersehen. Ein bisschen Eisenerz, ein bisschen Leder. Straight to the top of my dome. Ich glaube, den Teil machen wir auf jeden Fall noch. Oh, wirklich nicht gut erwischt hier, die Jungs. Mädels. Kein Fan von uns. Ja, genau, das ist da lang. Okay. Sail out! Come sail away, come sail away, come sail away with me. Wenn ich das Video auf YouTube hochlade, gibt es bestimmt einen Copyright Claim von, ich glaube, Asia war das, die Sail Away gesungen. Oder Sticks. Hold on, good scout. Ich bin da jetzt nicht. Here.
the mast. Sieht tatsächlich auch ein bisschen hübsch aus. Set the mast up. Langsam bereue ich, dass ich das Schiff so drapiert habe, wie ich es gerade habe. Sieht ein bisschen drüber aus mit dem Schnee. Oder was auch immer noch runterkommt. Lower the mast! Trophy from our slain enemy. What more do you want? No battle that the Dane would ever follow this lump of lard into battle. I don't care how many shields he brings me. You mean to say you refuse my gifts, Broder? I don't have time for this. It's a generous offering, brother. You'd be a fool to turn your back. Refuse this and your shame will stain the name of your sons and their sons beyond. Stay out of this, wolf-kissed. Take the gift. We have bigger problems. One of Ruid's men? Aye. Sniffing around the outer walls, looking for an easy way to slip a few dozen men inside. If there's one scout, there will be more. Something you might have learned if you kept him alive. I was passing water when he surprised me. It was either him or my plowsword. Plauswort. Okay. Die letzte Entscheidung des Tages. Nummer 1. Es muss noch mehr geben. Nummer 2. Tod ist der Speer besser dran. Nummer 3. Wo fandest du diesen Speer? Das sind so die drei Optionen, die wir haben. Where did you find this one? Just outside the Northwich Walls. By the water's edge. They'll be looking for points of entry to sneak a herd of raiders through. Jesus. Find another scout. We'll question him. I'll look around. The rest of you stay here and out of sight. If I find anyone suspicious, I'll bring him here. Ruid's scouts will be camped near their boats outside the city walls. One of them. Eine Vorstellung, wo das Gebiet ist. Mit einer kleinen Mauer. Wo ist denn hier eine kleine Mauer? Da gehen wir mal dahin. Ich habe keine Vorstellung, wie Norwich heutzutage aussieht. Ich weiß nur, dass sie noch in dem FA Cup gegen Arsenal verloren haben.
ist. Habe ich damit recht behalten? Meine Nummer 1 oder ist das einfach nur zufällig, dass die jetzt Gruppe 1 markiert ist? Mir ginge, würde ich hier einbrechen. Da, wo die Leiter steht. Nähe. Ich sollte aufmerksamer lesen. Ich weiß es nicht. Awfully well-armed for a pig farmer. Stay down, muckworm. I have some friends who would like to speak with you. Cool, gefunden. Put me down! I tell you, I'm a cow farmer. Let me go, Dane. You said you were a pig farmer just moments ago. It is not beyond reason. I tend to many livestock. You are as Dane as I am. Save your breath, liar. Ab und an haben wir das schon mal gemacht. Zweck herausfinden, ob Ruet und seine Bande versuchen uns anzugreifen oder nicht. Beziehungsweise unseren neuen Freund Oswald. Oswaldo. Weshalb? Ach ja. Oswald ist dein neuer Freund. Da stehen die vier da und chillen halt einfach. Nee, nee, nee. This can't be so. Send you to. Speak now and you may live to see tomorrow. Arger swine. That won't make you any friends here. A scolding like that is a mortal offense, boy. I killed the bastard. Don't give him time to act again. I'll ask once more. Why were you lurking around Norwich's walls? I came to pay my respects, Lord. To Oswald, the whimpering Saxon Ergi of East Anglia. Okay, wir haben doch noch eine Entscheidung, die wir heute treffen. Sprich und du überlebst vielleicht. Wenn es sein muss, tue ich dir noch mehr weh. Auf Beleidigung steht der Tod. Jetzt wollen wir noch mal ein bisschen Action haben im Chat. So eine letzte Entscheidung. Lisa? Alles klar, dann haben wir die zwei. I could do that all day, you drooling bloodletter. Only give me a reason. Lick my dunghole. Here is the tongue I use for licking. How does it feel against your ass?
When the braziers lit, warum haben sie das nicht animiert? Ruid and his men will rally. They mean to attack Northwich by its weakest wall. You English Danes are soft as butter now. Ruid sends his blessing, lady. He'll see you again very soon. Oh, töten oder nicht töten? Die Entscheidung hört nicht auf. That's enough to go on. Time to die. That wasn't necessary. He insulted you before everyone gathered here. You should have struck him down yourself. Okay. I will not have blood spilt needlessly in my kingdom. This has to end. Alive, this man was a risk. Valdis, this man spoke as if he knew you. Ruid was my husband. Your what husband? The fuck? You're married already. I was. We've been apart for 5 summers. I never expected to see him here, and I never wanted to. East Anglia's prosperity depends on our safety and unity. With Ruid's clan stomping around, neither is possible. I must speak with him myself, man to man. There's no place for him in East Anglia. Oh nein, Oswald, das ist, bist du doof oder was? Right, I'll start looking for a new king tomorrow. Was good to know you, Lord. Ruid will eat your lungs for supper, Oswald. Steer clear of him. If I'm to be a worthy king, I must meet the man who bedevils us. I'll light the brazier at Dunwich and face him when he comes. You sure you want to do this? Shrek is love. Meeting Ruid Shrek in the open comes with many risks. It's the only way. We must face him head on, and we cannot waver. Come, Oswald. We make for Dunwich. And of course, I will see the lot of you there as well. Else the songs of your cowardice will ring out over the generations. I'm sure you're heading to Dunwich any moment. We'll be there, Eivor. You don't speak for us, steward. Need I remind you, Wags, what Halfdan will do with us if East Anglia falls into Ruid's hands? Ei. Das ist alles nicht ideal, was hier passiert ist. Ruid ist schon verheiratet. Wie heißt sie? Ich bin nachgedacht. Mit der Frau, mit der Oswald anbandeln soll. Wenn es nach Halfdan geht. Ist es schon auch crazy. What can I tempt you with? This ja, wann ist es? Hab ich keinen Plunder? Oh, ich hab Plunder. Oh, good. Just what I was looking for. Titan ist nicht verkehrt, kann immer mal gebrauchen. Until next. Ach naja, nee. Ja, ich glaube, das funktioniert nicht mehr. Ich glaube, da muss ich nochmal ein paar Pilze essen für. Ja. Tagesschau ist bald zu Ende, aber was. Also, wir leben ja quasi in Zeiten konstanter Nachrichtenlosigkeit. Es gibt ja nichts Wichtiges, was man hätte mitkriegen oder verpassen können. Wobei. Ein paar Minuten sind noch. Der Sportteil am Ende. Wobei, heute soll es eigentlich keinen Sport geben in der Tagesschau. Bisschen was kann man noch sehen. Und ansonsten gibt es ja immer noch die Mediathek. Was ich damit sagen möchte. Ja. Erstens, wo wir beim Thema sind, bleibt gesund. Ich hoffe für alle diejenigen, die die Woche so ein bisschen maulig, muffelig angegangen sind, dass es besser wird. Zur Not glaube ich, ist die Idee, Muffins zu machen und vor allem Muffins zu essen, gar nicht verkehrt.
Und ja. Bedanke mich wie immer dafür, dass ihr euch im Chat beteiligt habt, dass ihr geschrieben habt, dass ihr mir die Entscheidung abgenommen habt. Ich finde es immer gut, dass ich ein Videospiel spiele. Da möchte ich keine Entscheidung treffen müssen. Und ja, ansonsten sehen wir uns am Mittwoch zu einer neuen Folge Assassin's Creed Garlelegen. Und am Donnerstag starten wir das nächste große Abenteuer, das Onert, in der Variante, die es so gibt von Dishonored. Genau. Bis dahin verbleibe ich mit Drugs, our hell of a drug. Und ja, lasst es euch gut gehen. Bis dahin. Ciao, tschüss. Auf Wiedersehen. Bye, bye. Ja, schönen Abend. Das ist jetzt das Spiel Zielitz. Warte mal, ich muss mal speichern. Ich kann das Spiel nicht speichern, Ben. Bye bye, bis Mittwoch. Ah, speichern.